Die Zahl der Todesfälle infolge einer Corona-Infektion ist in Duisburg wieder stark gestiegen. Allein über das Wochenende musste die Stadt 14 Verstorbene melden, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiter hoch. Seit Freitag sind weitere 453 Duisburger positiv getestet worden. In Summe hat das Gesundheitsamt damit über 12.000 Corona-Infizierte im Stadtgebiet gemeldet. 1.149 Duisburger gelten als akut infiziert. Rückläufig ist die wichtige 7-Tage-Inzidenz. Sie liegt aktuell bei 204,1. Damit gehört Duisburg aber weiter zu den Corona-Hotspots in NRW. Um die Quarantäne von symptomfreien Kontaktpersonen zu verkürzen, hat die Stadt Duisburg am Montag eine neue Corona-Teststraße am Theater am Marientor eröffnet. Dort sollen Personen mithilfe von Schnelltests in etwa 15 Minuten Gewissheit haben, ob sie positiv sind oder nicht. Hintergrund ist die neue Quarantäneverordnung des Landes. Demnach ist eine Verkürzung auf 10 Tage möglich, wenn die betroffene Person einen negativen Labor- oder Schnelltest nachweisen kann. Der Test zur Verkürzung der Quarantäne der Kontaktperson darf allerdings frühestens 10 Tage nach Beginn der angeordneten Quarantäne erfolgen. Die Polizei Duisburg sucht Zeugenhinweise nach einem flüchtigen Unfallfahrer. In der Nacht von Freitag auf Samstag rammte der Fahrer eines schwarzen Fords ein anderes Auto, nachdem er ihm die Vorfahrt nahm. Nach der Kollision auf der Neumühlerstraße in Obermeiderich flüchteten der Ford-Fahrer und sein Beifahrer. Die beiden rannten in Richtung Bahnhofstraße davon. Der Fahrer trug zur Tatzeit einen roten Pullover, eine auffallende Kette und eine dunkle Jogginghose. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich telefonisch zu melden. Die Insassen des anderen Autos verletzten sich bei dem Unfall und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Duisburg sucht Umweltsünder, die den Masurensee verunreinigt haben. Die Ordnungshüter wurden am Sonntagmittag alarmiert, weil sich an der Anlegestelle des Duisburger Kanu- und Segelclubs eine unbekannte rotbraune Flüssigkeit im Wasser befand. Ein Kanister wurde zudem in Ufernähe entdeckt. Die Polizisten baten die Feuerwehr um Amtshilfe, die eine Wasserprobe entnahm. Diese soll jetzt labortechnisch untersucht werden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch zu melden. Grau und nass ging es heute in Duisburg in die neue Woche. Auch am Dienstag bleibt es überwiegend bewölkt. Nur am Morgen kommt die Sonne durch. Den restlichen Tag bleibt es grau, aber trocken. Das Thermometer schafft es auf bis zu 4 Grad. Am Mittwoch gibt es den ganzen Tag keine Sonne. Der Himmel zeigt sich grau und trist. Es bleibt dazu kalt, bei Höchstwerten von nur 3 Grad. Am Donnerstag lockert die Wolkendecke auf und wir bekommen endlich wieder Sonne. Die kann sich vor allem am Morgen und am Nachmittag durchsetzen. Die Werte bewegen sich zwischen kühlen 0 und 4 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, die Duisburger Ordnungshüter kontrollieren morgen wieder fleißig die Geschwindigkeit. Geblitzt wird am Dienstag unter anderem auf der Steiermarkstraße in Buchholz und auf der Uerdinger Straße in Friemersheim. Dazu behindern weiter viele Baustellen, zum Beispiel in Bannheimer Ort die freie Fahrt. Hier ist aktuell die Ginsterstraße für den Straßenverkehr voll gesperrt. Grund dafür sind Kanalbauarbeiten, die Ende Januar abgeschlossen sein sollen. Und in Meiderich ist die Kreuzung Vohwinkelstraße-Tunnelstraße voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Umgehungsstraße Meiderich. Die Arbeiten dieses Abschnitts werden voraussichtlich bis Ende März dauern. Studio 47 wünscht eine angenehme Fahrt.